Und jetzt freue ich mich auf meine nächsten Gäste. Hier sind sie. Ich mag zwar bei den Jungen zu den Alten gehören, aber bei den Alten, da gehöre ich zu den Blutjungen. Da bin ich Nachwuchs, da bin ich der Küken. Ich bin jetzt die Madonna der Geriatrie. Die Sirene Nick, Entertainerin und die schärfste Zunge im deutschen Showgeschäft, kennt kein Pardon, auch sich selbst gegenüber nicht. Ich freue mich sehr, dass Sie jetzt alle da sind. Die Sirene Nick, Oliver Pollack, Fatih Mans, der sich schon wieder was nicht... Was mache ich denn in diesem Einspieler? Das habe ich mich auch gerade gefragt. So eine Art Flashdance an der Stange. Es sieht aus wie eine U-Bahn, erstens. Und ja, zweitens, so ein Kino, oder? Ich weiß es nicht. Ich sehe aus, als würde ich gerade so Warm-up-Übungen ohne Grund machen. Sehr entfesselt. Wir haben uns auch gefragt, was macht er da eigentlich? Wir dachten, aber gut, es ist komisch, wir zeigen es. Ich finde es auch schön. Schön. Und er wusste, dass Kameras da sind. Ja, es war keine versteckte Kamera. Nee. Ich habe das schon für die Kamera gemacht. Aber was weiß man nicht? Wir werden es nie erfahren. Nein, bleibt ein Rätsel. Wenn Sie es selber nicht wissen, werden wir es nie erfahren. Richtig. Das war jetzt die einzige Aufklärung. Jetzt haben wir hier sitzen, wir haben vorher gedacht, na gut, jetzt sitzt eine blonde Frau, die witzig ist, ein Jude in Deutschland, ein Türke in Deutschland und ein schwuler Disco-Liebhaber. Eigentlich würde man sagen, es ist eine Ansammlung von Klischees. Sind Sie frei von Klischees über andere? Also Sie über blonde Frauen über, weiß ich nicht. Also Comedy ohne Klischees ist ja immer ein bisschen schwierig. Also ich glaube, man muss ja mit den Klischees spielen, damit es lustig wird. Mhm. Aber ich vermisse noch ein bisschen die finnische Lilliputanerin in der Runde, muss ich sagen. Da habe ich eigentlich fest mit gerechnet, das dass die noch auftaucht. Und ich weiß ja, dass ich nicht blond bin und ich weiß auch, dass ich nicht blöd bin. Sie sind wirklich nicht blond? Nein, also ich ein kleines bisschen. Also auf der Packung steht Polydiadem schwedisch Natur. Mhm. Von daher, ich färbe nur ein bisschen die Wurzeln. Ein kleines bisschen bin ich blond. Aber ich meine, das sind natürlich Dinge, die man benutzen kann, aber mit denen man nicht weit kommt. Also ich glaube, nur eine Karriere aufbauen zu wollen auf dem Typus, ich bin eine Blondine, das ist doch ein bisschen wenig. Jetzt mal unter uns, sind Sie wirklich nicht blond in Natur? Dunkelblond. Dunkelblond. Ja, so mausig blond. So mitteldeutsch blond. So wie ich also. In etwa. Wann haben Sie angefangen zu färben? Damals, als ich dann wieder auf die Bühne ging. Also ich habe ja eigentlich, gut, ich fange jetzt mal so an. Man sagt ja, ich hätte jetzt mein 25-jähriges Bühnenjubiläum. Das ist der Untertitel meiner neuen Show, Ein Mädchen aus dem Volk. Premiere nächste Woche in Berlin, in der Bar Jeder Vernunft. Und das stimmt eigentlich nicht, denn ich bin seit 35 Jahren auf der Bühne, weil ich mit 17 an die Deutsche Oper Berlin engagiert wurde als Balletttänzerin und unter widrigsten Umständen diese Karriere frühzeitig beenden musste. Sie sind und zu dann groß erst mal, gewesen, hieß es. Ja, das war aber sehr schmerzlich, weil ich habe meine Kindheit im Ballettsaal verbracht und damit ist im Grunde genommen in jungen Jahren eine geplante Biografie völlig fehlgeschlagen. Und ich fiel in ein großes Nichts und wollte von Theater gar nichts mehr wissen und bin dann wie eine Trinkerin rückfällig geworden. Also ich war dann doch irgendwie davon infiziert und kam auf Umwege nach und nach unter anderen widrigen Umständen wieder zurück zur Bühne. Und von da an habe ich angefangen zu rechnen. Dann sind es 25 Jahre. Richtig. Ich habe mir einen Reim drauf gemacht und gedacht, na gut, sie konnte nicht tanzen als Balletttänzerin. Ja, ich konnte ja tanzen. Also wurde sie zur Not komisch. Ganz falsch. Ja, es wäre schön, dann würden das ja alle so machen, die nicht tanzen können. Ne? Also die Rechnung, die geht nicht auf. Ich habe mich ganz alleine hochgearbeitet, Fehltritt für Fehltritt, habe dabei sehr wenig Unterstützung bekommen. Und das hat sich aber letztendlich gut ausgewirkt, weil ich habe nicht den Stempel, dass ich nur Comedy-Branche bin. Und dadurch habe ich auch immer mit Theater weitermachen können. Zum Beispiel spiele ich jetzt im Sommer in Bad Hersfeld bei den Festspielen. Ich muss es sagen, weil ich es so schön finde. In der Odyssee von Homer, eine Halbgöttin, und ich glaube, jemand, der den Comedy-Stempel trägt, dem werden solche dramatischen Schauspielrollen, auch ernste, nicht mehr angeboten. Kommt drauf an, welche Göttin. Welche ist es denn? Clytemnestra. Clytemnestra hat ich hätte auf Circe getippt. Ich wäre bei Circe gewesen eigentlich. Ich glaube, viele Göttinnen passen auf mich. Vielleicht werde ich noch umbesetzt. Was ich nicht verstanden habe, ist der Titel Ein Mädchen aus dem Volk. Weil eigentlich aus dem Volk habe ich hätte Sie jetzt in dem Sinne jetzt nicht so volkstümlich. Ich bin doch ein Mädchen aus dem Volk. Na, Sie sind ein Mädchen aus einem Volk. Aber dass Sie ein Mädchen aus dem Volk sind, fände ich jetzt nicht das Augenscheinlichste an Ihnen. Ich bin ein Mädchen, was ihr Leben lang gearbeitet hat, was wahrscheinlich immer arbeiten muss.
Und ich definiere mich nicht nur über die Arbeit, ich habe in der Arbeit eine Heimat gefunden und auch eine Identität. Also wenn ich kein Mädchen aus dem Volke wäre, wäre das anders. Wo du gerade von Arbeitsgruppe redest, also das irritiert mich gerade. Bei mir ist klar, Randgruppe Jude, bei dir ist eh klar. Doppelt du, Disco und Schwul. Disco und Schwul. Genau. Du bist Minderheit türkisch, wobei in Berlin wird das ja auch nicht unbedingt zählen. Ich frage mich die ganze Zeit, wo stecke ich sie denn hin? Ja, das ist doch mein größtes Plus, dass es für mich keine Schublade gibt. Das ist das größte Kompliment, was du mir machen kannst. Weil es gibt keine vorgefertigte Schablone, auf die ich passe. Deshalb bin ich so frei, mich selbst zu erfinden. Ich gebe einen kleinen Hinweis. Wir konnten aus dem neuen Programm, das jetzt startet in Berlin, ich glaube am 3. März, mit dem Titel eben ein Mädchen aus dem Volk, können wir nicht zeigen, weil dieses Programm eben noch nicht läuft. Wir können Ihnen aber zeigen, natürlich die Desiree Nick, wie wir sie alle kennen aus dem Programm, ich glaube von 2005. Sie redet über Hella von Sinnen. Nehmen Sie mal beispielsweise die Ikone der Lesben, Hella von Sinnen, ja? Die war doch neulich bei mir zum Kaffeetrinken im Garten eingeladen, ja? Da hat die sich in der Hängematte plumpsen lassen und gleich mal zwei Bäume entwurzeln. Ja? Ich meine, man muss ja nicht unbedingt mehr wiegen als der eigene Kühlschrank, wa? Naja, ich bin ja praktisch veranlagt. Die hat den weißen Overall an, da habe ich sie umgedreht hingestellt, konnte ich endlich mal wieder einen Dia-Abend machen. So, das ist das alte Programm. Eigentlich gehen doch Witze über körperliche Gebrechen nicht. Entschuldigung, Frau Maischberger, wer bricht den Stab? Sie verärgern mich jetzt. Wer bricht den Stab? Hat Hella von Sinnen Schauen Sie mal. Hat die sich beschwert? Wer bricht den Stab? Wer ist Gott in der Welt zu sagen, was ist komisch und was nicht? Das Wunderbare an diesem Metier, an dieser Branche ist, und ich habe ja auch lange drüber nachgedacht, was traurig ist, darüber ist sich die Menschheit einig. Mhm. Ja, verunglückte Kinder, Katastrophen, 7-Eleven. Wir wissen alle, Holocaust ist traurig. Ja, so. Aber was komisch ist, da gehen die Dinge so weit auseinander, wie die persönliche Moral des Einzelnen, seine Geschichte, seine ganz persönlichen Erfahrungen, und nichts könnte Facetten und Nuancen reicher sein als der persönliche Humor des Einzelnen. Es gibt keinen falschen Humor und es gibt keinen richtigen Humor. Okay. Denn was wir alle hier machen, ist was ganz Harmloses in dieser grausamen, brutalen, kalten Welt. Wir machen die Leute lachen. Und andere lachen zu machen, ist etwas total Schönes, etwas total Harmloses. Und wenn ich die Leute lachen mache, darf keiner hinterher sagen, das ist falsch oder schlecht oder hätte nicht sein Hab dürfen. Habe ich ja gar nicht gesagt. Ich meine doch nur generell für diese Haltung, wenn man angegriffen wird, weil man in dieser furchtbaren Welt voll böser Menschen sowas Harmloses macht, wie und die Leute lachen. Und das ist Desirees Minderheit, Ex-Ballerinen mit fast blonden Haaren, die nicht aussprechen dürfen. Aber Henrik im Bruder hat mir das auch gesagt. Altes Fach. Als Komiker sollte man keine Rücksicht auf Kollegen nehmen. Okay, keine Rücksicht auf Kollegen. Ich meine, lieber 3 Jahre Knast als eine brillante Pointe verpatzt, ne? Droht das? Kommt drauf an, haben wir etwas? Das wäre eine Unterlassung. Kommt drauf an, in welchem Knast. Also ich möchte nicht mit. Sandra, ich muss noch sagen, es wäre natürlich das Gegenteil. Also auch bei der Frage, wer ist Gott, kann man auch beantworten, indem man erstmal sagt, was ist Gott nicht? Und so kann man auch sagen, der Gegenentwurf jetzt auf diese Frage wäre ja der kleinste gemeinsame Nenner. Das wäre dann eine Art, wo man sagt, es darf sich niemand angegriffen fühlen, es darf mir hinterher niemand böse sein, es darf sich niemand provoziert fühlen. Dann landen wir beim kleinsten gemeinsamen Nenner. Und das ist nicht mehr komisch. Darf ich Gott schon erwähnen? Und Sie ja eine Vergangenheit als Religionslehrerin haben, auch katholisch. Auch das noch, ja. Guck mal, noch eine Minderheit. Noch eine Minderheit. Es gibt Leute, die sind noch ärmer dran als Solo-Juden. Darf ich mal als Außenseiter. Ich muss eine Frage, einfach eine Wissensfrage zum Schluss stellen, weil ja morgen die Fastenzeit beginnt. Und die Fastenzeit ist ja eine Zeit, in der man fasten soll. Es heißt im Prinzip der Abschied von Fleischeslust. Meint die katholische Kirche eigentlich nur das Fleisch zum Essen oder meint die damit auch den Sex? Können Sie mir das beantworten? Das ist ja das wunderbare Ding, dass ja die richtigen Katholiken, nirgendwo geht es lustiger zu als in Klöstern, ja? Kölner Karneval und immer da, wo Katholiken Hochburgen haben, wird Karneval gefeiert. Aber die Leute vergessen immer, dass wiederum der Karneval in Zusammenhang mit dem Aschermittwoch steht. Abschied von Fleisch oder von Sex? Das ist
ist das wie die Jahreszeiten, ne? Sommer und Winter. Ja. Es ist das ganze Gegenteil. Der Aschermittwoch, da beichte ich meine Sünden, mache einen Neuanfang, Katharsis, ja, und fange bei Null nochmal mit der Reinigung an. Ja, mit der Reinigung. Ich fange dann Aschermittwoch um Sex an. Okay, gut. Ich habe es immer noch nicht erfahren, ob ich jetzt aufhöre. Aber es ist eine neue Sendung mit neuem Thema. Ich danke, dass Sie heute hier gewesen sind. Ich komme wieder religiösen, unbedingt religiösen Exkurs. Desiree Nick auf der Bühne ab dem 3. März in Berlin.